haben uns wieder ein bisschen beruhigt nach diesem tollen Einzel von Fango. Es ist jetzt zu hoffen, dass Aruna sich da anstecken lässt. Genau. Aber bislang scheint er doch dank. Ja, auch dank Joy, der Aufsteiger, sag ich mal, des Jahres. Und wir hatten das Spiel ja auch im Vorstand des TDC, dass er jetzt auch mal zeigt, ja, ich bin die Nummer 10 der Welt. Und er kann, hat es ja schon oft bewiesen. So. Unglaublich Spiel kann jetzt mit diesem. Aber momentan. Ja, es gibt keine Wiederholung. Wahnsinn! Was ein Ballwechsel. Hat Aruna auch geschafft, seine Rückhand zum Laufen aus der Halbdistanz gegenzuziehen. Aber Dank Joy mit diesem unfassbaren parallelen Ballentopspin. Ja, aber ungewöhnliche Entscheidung. Ja, diese Entscheidung die geht gar nicht als Schiedsrichter. Nee, macht die heute nicht den glücklichsten Eindruck. Ich glaube, das kann man schon festhalten. Auch Aruna ein Stück weit ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Jetzt ganz, ganz, ganz schnelles Ende des ersten Satzes. In der Weltrangliste stetig nach oben gegangen. Und wie gesagt, zeigt hier auch im ersten Satz wieder ins Wanken zu bringen. Der ist enorm agil. Richtig gute Rückhand. Der nur der Rückhand. Team weiterhin im Rennen zu halten. Jetzt Rückschlagfehler von Aruna. Spieler von TDC, Kasseur, zu agieren. Ganz starke. Ja, es setzt Aruna wirklich massiv agieren und das ist nicht seine Spielweise. Ganz starker Rückschlag von Aruna. Wirklich von der Rückhand aus, wenn er von der Rückhand aus agieren kann, noch mal stärker als wenn er von der Vorhand. Relativ schnelles Spiel im Gegensatz zu den ersten Einzeln. Kaum Möglichkeiten da mit der Vorhand durchzuziehen, sondern nimmt immer wieder jetzt zu lange der Aufschlag, Glück gehabt, ein paar Big Points und dann kannst du so ein Spiel vielleicht auch wieder drehen. Immer wieder mit der Rückhand über dem Tisch. Agiert mit so einer Geschwindigkeit. Jetzt auch wieder. Das auch von der Geschwindigkeit her schnell. Ja, du hast schon recht, das ist eine Aufgabe. Ja. Das spielt einfach. Ist das Ding einfach weg? Ja, dieser Alexandre Casseur hier heute wohl richten werden muss. Ja. Auf klarer Favorit. Es sei denn, Dani Heißer nimmt hier heute nochmal den Schläger in die Hand, aber da gehe ich. Und hier gehe ich von einem Sieg. Dank Joe aber nicht viel ausgemacht. Ja, jetzt.
Und hat nicht zu. Jetzt ein bisschen Fortune. Ja, ganz selten zu sehen, dass er passive Situation, viele Rückhand-Duelle. Und die hat er halt hauptsächlich verloren. Ja, jetzt vier Matchbälle. Ja, und das. Kein Problem. Und das war's. Haruna völlig chancenlos, muss man anerkennen.